www.h&m.de. Mal schauen, was ich hier so finde. Oh, die Hose ist ja schön. Die packe ich mal in den Warenkorb. Die gefällt mir auch und eine Übergangsjacke brauche ich auch. Die hier sieht doch gut aus, hm? Und jetzt ein Oberteil, das sieht doch hübsch aus und das ist auch schön. Oh, das ist auch voll schön. Oh Mann, wie soll ich mich da denn nur entscheiden? Hey Anna, was machst du da? Ich gucke gerade nach Klamotten. Echt? Darf ich mitgucken? Ja klar, setz dich. Willst du sehen, was ich mir ausgesucht habe? Na klar. Hier. Hm, das gefällt mir. Das nicht so sehr. Findest du? Hey, was ist denn das hier an der Seite? Das ist nur Werbung. Was ist denn das für ein Gerät? Da steht Lügendetektor. Lügendetektor. Wie cool. Können wir den bestellen? Das wäre lustig. Nein, da gebe ich doch nicht mein Geld für aus. Aber hier steht zu verschenken. Stimmt, das ist eine Anzeige von eBay Kleinanzeigen. Warte mal kurz. Wir gucken, ob das hier bei uns in der Nähe ist. Oh, hoffentlich. Ich wollte sowas schon immer mal machen. Hey, das ist hier bei uns in der Nähe. Wollen wir das Ding abholen? Ja, klar. Ruf da an. Okay. Müller? Ja, hallo, Jansen unser Name. Wir rufen wegen Ihrer Anzeige bei Kleinanzeigen an. Welche denn? Wegen dem Lügendetektor. Ist er noch da? Ja, da habt ihr Glück. Ich habe ihn vor ein paar Minuten erst reingesetzt. Ihr seid die Ersten, die sich melden. Funktioniert er denn auch? Ja, klar. Ich brauche ihn nur nicht mehr. Ah, okay. Können wir ihn gleich abholen? Oh, super. Ja, ich bin zu Hause. Super, wir sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Wir wohnen hier gleich um die Ecke. Alles klar. Los, Greta, lass uns das Ding abholen. Yep, das ist so cool. Hier muss es sein. Okay, dann klingel mal. Hallo. Hallo, Jans unser Name. Wir hatten eben miteinander telefoniert wegen dem Lügendetektor. Ach ja, Moment, ich hole ihn kurz. Hier ist das gute Stück. Und Sie brauchen ihn wirklich nicht mehr? Nein, ich habe früher als Detektiv gearbeitet und habe manchmal meine Informanten geprüft, ob wenn sie damit einverstanden waren. Wie cool! Aber jetzt bin ich in Rente und brauche ihn deshalb nicht mehr. Wie funktioniert er denn? Das ist ganz einfach. Das eine Kabel müsst ihr mit eurem Computer verbinden und das andere kommt an einen Finger. Dann kann es schon losgehen. Wenn ihr Fragen stellt, schlägt der Computer aus und dann steht auf dem Bildschirm, ob es Wahrheit oder Lüge ist. Das ist so spannend. Dann viel Spaß damit. Danke, werden wir haben. So, Greta, dann wollen wir mal das gute Gerät testen. Setz dich hin. Ich? Ja, ich muss es ja erstmal anschließen und gucken, ob es funktioniert. Aber danach bist du auch dran. Na klar. So, das eine Kabel an den Laptop und das andere kommt an deinen Finger. So, und? Oh, es geht schon los. Das war ja einfach. Also, Greta, bist du bereit? Ja. Meinst du, es funktioniert wirklich? Wir können es ja erstmal testen. Ich frage dich was und du lügst mit Absicht. Okay, versuchen wir es. Wie alt bist du, Greta? Ich bin 20. Oh, Wahnsinn! Was denn? Das Gerät hat erkannt, dass du gelogen hast. Das ist spannend. Aber du stellst mir keine peinlichen Fragen, versprochen? Versprochen, die stellen wir nur Papa. Ja. Mal überlegen. Hast du schon mal etwas mit Absicht kaputt gemacht? Nein. Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis. Stimmt. Okay, und welches Fach magst du überhaupt nicht? Eigentlich mag ich alle. Du musst dich für eins entscheiden. Dann Mathe. Stimmt. Okay, hast du schon mal bei einer Klassenarbeit geschummelt? Nein. Hey, das war eine Lüge. Na gut, einmal vielleicht, aber wirklich nur einmal. Hast du schon mal geflucht? Ja. Was? Ja, aber sag's nicht Mama oder Papa. Mach ich nicht. Jetzt bist du auch mal dran, Anna. Okay. Warst du schon mal verliebt? Nein. Gelogen? Und ich wusste, dass es gelogen ist. Ist ja gut. Mach jetzt weiter, aber frage nicht nach dem Namen. Den werde ich nicht sagen. Okay. Hast du schon mal bei einer Klassenarbeit gespickt? Nein. Und hast du schon mal gelogen? Ja. Hast du schon mal jemanden geküsst? Nee, was stellst du denn für Fragen? Hihihihi, ich find's lustig. Hast du schon mal etwas geklaut? Nein. Oh, Papa kommt, das passt ja perfekt. Dann kann er sich ja gleich auf deinen Platz setzen. Na, was macht ihr hier so Schönes? Setz dich mal hin, Papa. Du musst ja richtig kaputt sein vom langen Spaziergang mit Bello. Oh ja, das bin ich.
Hey, was ist das? Ach, nichts Besonderes. Wir stellen dir nur ein paar Fragen. Und du musst immer die Wahrheit sagen. Okay. Magst du Frau Schick? Ja, klar mag ich sie. Warum auch nicht? Das war eine glatte Lüge, Papa. Was? Woher wollt ihr denn das wissen? Ist das etwa ein Lügendetektor? Genau, und es geht weiter. Du darfst noch nicht aufstehen. Hast du schon mal eine 6 in der Schule geschrieben? Naja, also... Die Wahrheit bitte? Ja, habe ich. Aha, hast du uns nicht erzählt, dass du noch nie eine 6 hattest? Ja, da habe ich wohl etwas geflunkert. Hast du schon mal etwas gestohlen? Ja. Papa! Ja, das darf man nicht. Ich weiß, aber damals waren wir jung und haben Blödsinn gemacht. Das war eine Mutprobe. Das hätte ich nicht machen dürfen. Hattest du es schon mal mit der Polizei zu tun? Ja. Was? Aber nicht, weil ich was angestellt habe. Es war ein Versehen. Hast du schon mal im Supermarkt etwas kaputt gemacht? Nein. Das ist ja ein dolles Gerät. So kann man ja alles rausfinden, was man sonst nicht wüsste. Und mir brennt da eine Frage. Welche denn? Funktioniert das Gerät wohl auch bei Hunden? Keine Ahnung, aber wir können es ja herausfinden. Oh ja, das ist mal ein tolles Experiment. Hallo! Was ist los? Komm mal her, mein Guter, wir wollen mal was testen. So, pass auf, Bello. Wir stellen dir eine Frage und wenn du ja sagen möchtest, bellst du einmal und wenn du nein sagen möchtest, dann zweimal. Hast du das verstanden? Na klar. Okay, dann los. Hast du neulich eine Wurst vom Tisch geklaut? Oh, ob ich Ärger kriege, wenn ich die Wahrheit sage? Ich sag's lieber nicht. Bello, das war eine Lüge. Du musst die Wahrheit sagen. Wir sehen das hier am Gerät, weißt du? Oh je, was die Menschen alles für Geräte haben. Okay, nächste Frage. Hast du schon mal eine Katze mit Absicht erschreckt? Aber nur, weil sie mich ganz schön geärgert hat. Hast du schon mal auf einem Basar etwas Essbares gestohlen? Ja, habe ich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Warst du das neulich, als unsere Sachen versteckt waren und die Milch nicht im Kühlschrank war? Nein. Leute, Bello war es gar nicht. Ich hab's gleich gewusst. Mensch, und wir sind alle davon ausgegangen, dass Bello das war. Das tut mir wirklich leid, Bello. Schon gut. Beim nächsten Mal glauben wir dir auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt nur, wer war das dann? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Tschüss.